Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich weiß, Geschenke zu Weihnachten machen sich gut, vor allem wenn nächstes Jahr Bundestagswahl ist, da ist das Schenken natürlich besonders wichtig. Das hat sich auch die Landesregierung in diesem Haushalt gedacht. Jeder bekommt etwas, nicht viel, aber immerhin etwas. Ein bisschen für die Denkmalhilfe, ein wenig für die Studentenwerke und auch die Musik- und Kunstschulen bekommen etwas vom Kuchen. 15 Änderungsanträge haben SPD und Linke eingereicht. Das ist viel, wenn man bedenkt, dass die rot-rote Landesregierung den Haushalt selbst entworfen hat. Müsste da nicht schon alles berücksichtigt und eingearbeitet sein? Müsste da nicht schon die ganze Arbeit getan sein? Und doch liegen hier 15 rot-rote Änderungsanträge mit vielen Geschenken vor uns. 15 Anträge, um sich vor Weihnachten als Heißbringer zu inszenieren. Das ist ein schönes Beispiel für Symbolpolitik. Dafür musste die Landesregierung den Haushalt im Entwurf nur etwas niedriger ansetzen. Den Rest der Politshow haben dann SPD und Linke hier im Haus übernommen. Ja, Frau Große, der Baum muss gepflegt werden. Es kommt halt nur darauf an, wie man den Baum pflegt. Und hier steht die Show im Mittelpunkt und nicht die Lösung. Das merken wir sehr schnell, wenn man mal ins Detail geht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Sie finden neuerdings einen Posten im Haushalt, der nennt sich Denkmalhilfe für Orgeln. Irgendeiner hat es auch erwähnt. Dafür wurden 500.000 Euro bereitgestellt. Das klingt erst einmal nicht schlecht. Aber wussten Sie, dass wir im Land rund 1.500 Dorfkirchen haben, die unter Denkmalschutz stehen? Und wussten Sie, dass viele davon marode Orgeln haben? Da wird man mit 500.000 Euro nicht sehr weit kommen. Gar nicht sehr weit. Aber es klingt eben gut, pragmatisch und lösungsorientiert. Und doch, meine Damen und Herren, ist das inszenierte Politik, eine Show. Sie merken das daran, dass wie so oft über die wirklichen Probleme nicht gesprochen wird. Da finden Sie auch keinen Änderungsantrag. Was sind die wirklichen Probleme? Ich kann Ihnen 149 Probleme nennen. 149. So viele Schlösser und Gutshäuser stehen in Brandenburg unter Denkmalschutz und sind trotzdem sanierungs- und sicherungsbedürftig. 149 Probleme, bei denen die Landesregierung unsere Landesverfassung ignoriert, die ja sagt, Denkmäler müssen geschützt werden. 149 Probleme, für die Sie bei SPD und Linke keinen Änderungsantrag finden, die zu groß sind für eine Politikshow und sich deshalb dafür nicht eignen. Und deshalb ist der Denkmalschutz bei allem Window-Dressing für Rot-Rot einfach nur lästig. Und ebenso lästig erscheint der Landesregierung auch das Landesamt für Denkmalschutz zu sein. Jedenfalls wurde diese wichtige Behörde ziemlich erfolgreich an den Rand der Handlungsunfähigkeit gebracht. Von den rund 120 Stellen, die es im Jahre 2000 noch gab, 120 Stellen werden in wenigen Jahren nur noch 70 übrig bleiben. Damit schreitet der Stellenabbau ebenso schnell voran wie der Verfall von Kulturgut in Brandenburg. Die AfD-Fraktion wollte das verhindern. Wir wollten weder Stellen abbauen noch die Zerstörung unseres kulturellen Erbes. Wir haben mehr Stellen beim Landesamt für Denkmalschutz gefordert. Aber das wollten SPD und Linke nicht. Stattdessen gibt es Geschenke für das Menschenrechtszentrum in Cottbus. Klingt sehr gut, jawohl, auch wir haben zugestimmt. Es gibt mehr Geld für Künstlerateliers, kulturelle Integrationsmaßnahmen und freie Theater. Ist alles recht und gut. Aber wenn 149 Schlösser und Gutshäuser verfallen, darf ich doch mal die Frage stellen, was ist denn nun wichtiger in diesem Lande? Das kulturelle Erbe zu erhalten oder einfach Geld
auszuschütten nach dem Motto, bald ist ja Bundestagswahl. Dass die Zuschüsse dabei natürlich so gering sind, dann werden Sie sagen, ja, das ist alles nur ein Anfang, wir müssen sehen, was wir noch machen können. Dass sie kaum ins Gewicht fallen, ist da völlig nebensächlich. Hauptsache, es gibt Applaus vom Publikum, das dann nicht so genau hinschaut, und aus den eigenen Reihen. Das ist besonders wichtig. Aber beim Einzelplan 06 geht es ja nicht nur um Kunst und Kultur. Es geht auch um Wissenschaft und damit um die Hochschulen in Brandenburg. Während in den vergangenen Jahren einerseits die Zahl der Studenten und die Mittel für die Hochschulen beständig gestiegen sind, wird andererseits über nicht besetzte Lehrstellen vor allem vom Handwerk geklagt. Hat die Landesregierung hier die richtigen Weichenstellungen vorgenommen? Wohl eher nicht. Wir müssen uns ganz dringend fragen, und zwar ehrlich, wie viele Akademiker wir in Brandenburg eigentlich brauchen. Was hilft es uns eigentlich, wenn die OECD für eine hohe Akademikerquote uns lobt, aber die Wirtschaft geschwächt wird, weil zahlreiche Lehrstellen im Handwerk nicht mehr besetzt werden können? Anstatt die Akademikerquote immer weiter in die Höhe zu treiben, sollten wir uns daran erinnern, dass die duale Ausbildung unsere Stärke im globalen Wettbewerb ist. Wenn die Landesregierung das beherzigen würde, dann brauchten wir auch keine Überlastmaßnahmen an den Hochschulen. In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Studiengänge in Brandenburg stark erhöht. Im Rahmen dessen wurden auch Ausbildungsberufe auf einmal akademisch. Warum eigentlich? Beispielhaft ist hierfür der Studiengang Pflegewissenschaften an der BTU Cottbus. Ist das wirklich der richtige Weg, Ausbildungsberufe zu akademisieren? Wohl kaum. Denn am Ende profitieren davon nur die Unternehmen, die es aus ihrer gesellschaftlichen Verantwortung entlassen werden und die Ausbildungskosten auf die Allgemeinheit umlegen können. Das ist ja sonst normalerweise nicht ihre Politik. Aber das ist noch fast harmlos gegen die Probleme in der Lehrerbildung, bei der es seit einigen Jahren scheinbar nur noch um die sogenannte Inklusionspädagogik geht. Es ist ja hinreichend bekannt, dass wir dieses Konzept kritisch sehen und dass auch, liebe Frau von Halen, nach ihrem Einwand im Bildungsausschuss, da ich da nicht dabei war und da ich nicht Mitglied des Bildungsausschusses bin, habe ich versucht rauszukriegen, warum wir da keinen Änderungsantrag gestellt haben. Das konnte ich nicht mehr und der Kollege ist nicht mehr da. Von daher werde ich Ihnen eine Antwort darauf geben, warum wir da in der Tat uns nicht so eindeutig verhalten haben, wie wir uns im Wissenschaft- und Kunstausschuss verhalten haben. Denn die Forderung, behinderten Kindern Teilhabe am Bildungssystem zu garantieren, ist mit unserem hervorragenden Sonderschulwesen bereits umfassend und erfolgreich erfüllt. Selbst die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, die Sie immer wieder anführen, ich weiß das, stellt das nicht in Frage. Wir wollen an diesem bewährten System festhalten und sehen deshalb gar keine Veranlassung für einen Studiengang Inklusionspädagogik. Und um den ging es im Wissenschaft- und Kunstausschuss und um die erhöhten Mittel. Schon gar nicht, wenn die fachliche Begründung vollständig durch eine ideologische ersetzt wird. Aber das ist nun mal so, liebe Frau von Halen, wir haben unterschiedliche Auffassungen. Dafür ist die Demokratie da. Sie stellen sich den Wählern und wir. Ich glaube, wir haben mehr Recht als Sie, aber das können Sie völlig anders sehen. Zu guter Letzt lassen Sie mich, Sie werden es nicht vermuten, das Thema Flüchtlinge und Islam ansprechen. Es hätte doch was gefehlt, wenn ich das nicht mindestens heute erwähnt hätte. Ihnen hätte was gefehlt. Bereits im Nachtragshaushalt 2016 haben Sie 1 Million Euro für Studienvorbereitung, 1 Million Euro
für Studienvorbereitung, Studienberatung und Studium von Flüchtlingen sowie die Förderung von flüchtlingsbezogenen ehrenamtlichen Initiativen bereitgestellt. Wir haben das damals bereits kritisiert und halten das auch heute für falsch. Aber falsche Politik ist bei dieser Landesregierung leider noch steigerungsfähig. Und so werden im vorliegenden Haushalt die Mittel zur Förderung des Islams erhöht. Jedenfalls wurde uns das so in der Oktobersitzung des Fachausschusses gesagt. Wir haben die Landesregierung daraufhin gefragt, unter welchen Bedingungen Religionsgemeinschaften solche Landesmittel erhalten. Man sagte uns, und ich zitiere, Religionsgemeinschaften erhalten Landesmittel aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes oder aus besonderem Landesinteresse. Letzteres kann beispielsweise in der Bedeutung einer Religionsgemeinschaft für die Integration von Migranten oder ihrer aktiven Rolle bei der Bewahrung kulturellen Erbes begründet sein. Da habe ich beim Islam meine Zweifel, aber das wird Sie nicht wundern. Mit der Förderung von Moscheen leisten Sie keinen Beitrag zur Integration. Und wenn bei der Gegendemonstration gegen den Fall von Aleppo, wie ich gerade höre, Aliyu Akbar gerufen wird, dann ist das jedenfalls kein Beispiel dafür, dass der Islam integrativ in unserer Gesellschaft wirkt. Also, mit der Förderung von Moscheen leisten Sie keinen Beitrag zur Integration von Migranten und das wissen Sie auch. Und welches kulturelle Erbe Moslems in unserem Lande bewahren wollen, ist mir auch völlig schleierhaft. Meine Damen und Herren, es wird Sie nicht wundern, wir lehnen diese Symbolpolitik und vorweihnachtliche Inszenierung schlichtweg ab. Das gilt also für den ganzen Einzelplan 06. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, mir sind hier zwei Kurzinterventionen angezeigt worden. Zuerst Dr. Liedtke, bitte. Herr Gauland, ich möchte Sie gerne fragen, was nützt Ihnen der sanierte Saal in einem sehr schönen alten Schloss, wenn Sie niemanden mehr haben, der dort tanzt oder singt oder musiziert oder etwas vorliest? Die UNESCO-Kulturkonvention sagt nicht umsonst Förderung und Schutz des Erbes, das ist richtig, das ist das, was Sie meinen, der zeitgenössischen Ausdrucksformen, die neue Kunst, die gerade entsteht, und der fremden Kulturen im eigenen Land. Und das ist für mich Kulturförderung. In diesem Sinne ist unsere Fraktion auch tätig. Was Sie jetzt gesagt haben über die Studierenden unter den Geflüchteten, glaube ich, muss man überhaupt nicht kommentieren. Ich lade Sie herzlich ein, wenn diese Gruppen wieder in den Landtag kommen, erleben Sie bitte diese jungen Menschen. Die haben schon studiert in ihrem Heimatland, die sind mit großem Engagement dabei und die sprechen inzwischen hervorragend Deutsch. Dr. Gauland, möchte Sie darauf reagieren? Bitte schön. Sie können auch hier vorkommen. Frau Liedtke, das ist halt so im Parlament, das ist eine rein rhetorische Frage von Ihnen. Wenn ich deutlich sage, dass Schlösser verfallen, geht es noch nicht darum, ob in den Sälen getanzt wird. Das klingt ja auch gerade so, als ob diese Schlösser nur noch dafür da sind, dass irgendwelche Menschen darin tanzen. Nein, wir wollen das baukulturelle Erbe dieses Landes stärker erhalten als Sie. Und ich verstehe Ihre Einwendung schon deswegen nicht, weil ich Ihre Arbeit zum Beispiel für die Musikschulen schätze. Und wie Sie wissen, haben wir auch diesem Antrag zugestimmt. Obwohl, nochmal gesagt, das alles hätte die Landesregierung längst einbauen können. Aber gut, das verstehe ich. Man hat Ihnen die Chance gegeben, sozusagen etwas mehr draufzulegen. Aber Schlösser, 149 Schlösser und Gutshäuser, die verfallen, sind kein Argument dagegen.
So, es gibt noch eine Kurzintervention der Abgeordneten Lieske. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Vizepräsident. Herr Gauland, auch von mir nochmal, weil Sie als Fraktion wollen ja immer der Verfechter des aus Ihrer Sicht sogenannten kleinen Mannes sein oder der kleinen Frau. Das tun Sie jedenfalls hier ganz oft von dieser Stelle. Ich sage nicht nur Sie persönlich, sondern alle Ihre Fraktionsmitglieder tun das und wollen die Probleme der Menschen im Land Brandenburg ernst nehmen. Und ich frage mich, genau bei Ihrem Redebeitrag ist mir der kleine Mann jetzt gerade zu kurz gekommen. Sie haben gerade das Thema der Musikschulförderung, der erhöhten Kulturförderung, was für die Breite der Bürger des Landes Brandenburg zur Verfügung gestellt steht, haben Sie als Gegenpart für die 150, ich mache jetzt mal noch eine Zahl dazu, weil vielleicht wissen wir noch von dem einen oder anderen Herrenhaus in Brandenburg noch nicht genau, dass es verfällt, haben Sie gemeint, es wäre besser, die Schlösser zu fördern, als das Geld in die Grundförderung für Kultur und Musik für Schülerinnen und Schüler zu investieren und für Kulturerlebnisse und Ereignisse in Brandenburg. Ich frage Sie, wie erklären Sie das, Ihre Forderung im direkten Gespräch mit dem kleinen Mann? Führen Sie Gespräche mit dem kleinen Mann in Brandenburg? So, Herr Dr. Gauland möchte antworten, bitte schön. Frau Lieske, Sie versuchen wieder einen Gegensatz aufzubauen. Die AfD-Fraktion hat den Anträgen auf Erhöhung der Musikschulen, also das, was Sie jetzt Arbeit für den kleinen Mann nennen, obwohl ich bezweifle, dass das wirklich die Arbeit für den kleinen Mann ist, haben Sie zugestimmt, haben wir zugestimmt. Also von daher gibt es überhaupt keinen Gegensatz und Sie können uns hier nicht in einen Gegensatz bringen. Aber ich habe eine Erfahrung gemacht, nicht nur in Brandenburg, auch in meiner früheren Tätigkeit in Hessen. Gerade die kleinen Leute, Herr Bischof, immer derselbe Quatsch, es muss doch mal zu Ende sein. Gerade die kleinen Leute sind sehr interessiert an dem kulturellen Erbe eines Landes. Und gerade sie gehen gern in wieder restaurierte Schlösser. Und gerade Sie haben sehr viel übrig für das, was uns wahrscheinlich fast schon Allgemeingut ist. Aber ich weiß, wie Familien am Sonntag sich sozusagen etwas aussuchen, um etwas zu lernen. Der kleine Mann ist in dieser Frage ganz anders, als Sie ihn einschätzen. Und ich habe Achtung vor diesem kleinen Mann. Und Ihre Frage zeigt keine Achtung.